Hallo Leute, ja, wir sind hier in Okshige Not Included und ja, wir haben hier diesen, ich hätte jetzt beinahe gesagt Vesuv, aber das ist ja nur ein Wassergeysir, der wird aber auf kurz oder lang hier ausbrechen. Aktive Phase, nächster Zyklus in 3,4 Zyklen und ich habe keine Ahnung, ob das hier das Wasser dann da drinnen bleibt oder ob das da übersteigt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird nicht so viel, aber Aktivität ist hier, aktive Phase 58,4 Zyklen. Jeder 99, ja, okay, das wird nicht so oft passieren, dass der ausbricht, aber wenn er ausbricht, dann haben wir das da. Und dann ist noch die Frage, wo kommt unser Wasser hin, ne? Da müssen wir mal schauen. Geht mal aufs Logo und dann schauen wir weiter. Unsere Leitung, die geht ja nur tatsächlich bis hierhin, ne? Und die Leitung ist aus Goldamalgam. Eigentlich müssten wir mal gucken, dass wir die irgendwo hier in der Nähe eigentlich einlagern, ne? Ist nur die Frage, wo? Eigentlich ist ja hier Platz, ne? Die Kohle wegmachen. Hier zumachen. Geht das da rein? Na, hier sind natürlich Leitungen im Weg, beziehungsweise Kabel, die jetzt dann von der Hitze vielleicht kaputt gehen, oder? Aber dieser Raum wäre auch dafür geeignet, oder? Und man könnte dann später hier das heiße Wasser kühlen und dann da rein. Mal gucken, das wäre vielleicht hier noch eine Idee. Wofür ist da ein Gasabzug? Ach so, da wird. Nee, da wird Kohlendioxid reingezogen, ne? Läuft gerade nicht, sehe ich gerade. Ja, der holt die Luft hier rein. Das müssen wir dann ändern, ne? Würde ich sagen. Aber wir sollten erstmal die Leitung vielleicht verlängern noch. Das können die ja schon mal machen. Und Sanitär, Sanitär, da ist Sanitär. Isolierte Rohrleitung aus Amalgam muss die sein, ne? Nee, muss nicht isoliert sein. Was haben wir denn hier für unten für Leitungen gebaut? Das ist die Frage. Das ist ein isoliertes Rohr aus Obsidian. Ach so, das ist ein Leiterkabel. Hier ist die. Ja, gut. Das heißt, das muss eine leere Leitung sein. Für mehr leere, ja, ist gut, ne? Goldamalgam. Wo wollten wir jetzt hin? Hier, ne? Ne, noch höher. Da wollen wir hin. Und da muss dann Auslass sein. Aus Goldamalgam. So, dann hätten wir das Wasser schon mal da. Und dann müssen wir das hier ändern. Das muss weg. Die Luftdurchlässigkeit und die Luftdurchlässigkeit muss definitiv. Hier oben wäre sogar noch möglich, aber das muss definitiv weg. Lässt keine Flüssigkeiten durch, aber. Ist aus. Also was ist der durchlässige Ziegel? Ist aus was gebaut? Kupfererz. Kupfererz hat was für. Da müsste ja eigentlich funktionieren, dass das nicht kaputt geht, ne? Das ist ja die Schmelztemperatur. Jedenfalls muss die Tür hier raus. Kannst du gleich zerlegen. Und das hier muss auch woanders hin. Das müssen wir auch umlegen. Luft, Lüftung, Gasleitung. Muss irgendwie hier so hin. Den Auslass machen wir da hin. Und dann stellt sich noch die Frage, wofür das gut ist, ne? Was Ausgabe ist das? Weil wenn der fertig ist, müssen wir den zurückbauen. Interessant finde ich, dass da gar nichts anderes rauskommt wie
Kohlenmonoxid ist, warte mal, nochmal, ja, Lüftung nochmal anzeigen. Kommt hier was raus? Ich glaube nicht, ne? Die Luft wird hier definitiv angepumpt. Ja, sieht so aus. Hier kommt, ist nur Kohlenmonoxid drin. Kohlendioxid. Monoxid wäre schlimm. Gut, das heißt, wir können hier jetzt nicht zumachen, weil wir das dann noch bauen müssen, oder? Hier ist alles zu. Aber weißt du was? Den zerlege ich auch. Und ich mache da... Oh, jetzt durchlässige Lüftungsziegel. Ja, gut. Mach da einfach ein richtiges Ding hin. Ja, und dann habe ich schon gleich die Idee, wenn wir was kühlen wollen, ist dann die Frage, wie wir es kühlen, ne? Eigentlich mit Radiatorrohren dann, oder? Da heißes Wasser drin ist, würde ich das so kühlen wollen. Aber aus Kupfer gemacht. Kannst du gleich schon wieder abbrechen. Ach, Radiator gehen nur aus Kupfer, ne? Ja, dann weiß ich auch noch nicht. Ja, hier fehlen noch zwei Lüftungsrohre, dann können wir das anschließen. Die kriegen auf jeden Fall hier Zeug und die sind auch wunderbar am Dingen zu machen. Sag schon hier an Rohöl machen. Müssen wir schon echt überlegen, das nicht zu vergrößern, ne? Essen 27, das ist okay. Trinken Wasser ist hier weniger. Wie war denn jetzt hier mit dem Buddeln, was wir hier gemacht haben? Oh, die Leiter ist doch tatsächlich schon relativ weit. Werden keine Algen mehr. Ach doch, 1,5 Tonnen haben wir noch. Dann haben die doch noch hier was reingeholt, ne? Sedimentgestein, hier ist noch eine Alge. Dann hol die da mal raus. Da wäre auch eine. Und das Wasser könnte nach da unten ablaufen. Wäre kein Problem, denke ich. Können wir eigentlich machen, oder? Da ist auch eine Alge, können wir auch nehmen. Ist das hier? Goldamalgam ist immer gerne genommen. Und das können wir dann auch nehmen. Da wäre auch noch mehr Goldamalgam. Das ist Ton. Lass uns mal kurz dann hier vielleicht noch rüber gehen, oder? Weil irgendwie müssen wir da ja hin zum Abbauen von, sag schon. Von dem Algen da, ne? Da sind da auch Algen, ne? Ja. Hier ist noch mehr Alge. Okay, das Wasser haben wir geschafft. Das fällt schon mal runter. War ja nur verschmutztes Wasser, naja. Das ist schon mal gut. Hier sind nur Algen, aber da müssen wir das für zudrücken, ne? Wo hier nur Kohlendioxid und verschmutzter Sauerstoff drin ist. Den haben wir doch hier. Aber nicht ganz, doch, verschmutzter Sauerstoff ist auch da. Eigentlich brauchen wir das nicht zudrücken dann. Wenn es jetzt Gas gewesen wäre in einer anderen Form, dann hätte ich gesagt, ja, aber hier ist ja... Da ist noch Goldamalgam dran, okay. Das bedeutet, wir können das hier eigentlich einfach mal so abbauen, ne? Den Schleim wollen wir nicht abbauen. Graben. Alge, Alge. Alge.
Halbe. Tisch. Neutronium kommt da raus. Mal gucken, ob wir das abreißen können. Ziegel, Obsidian. Das ist komplette Einheit wohl. Ja, läuft erstmal soweit. Das ist Ton. Magmatit. So, schauen wir hier unten nochmal hin. So, das ist jetzt hier fertig mit der Lüftung. Das heißt, wir können das mal gerade anschließen. Ah, nee. Lüftung war hier. Kann man so anschließen. Dann können wir das. Warte mal, da kann man hier irgendwie eine Verbindung trennen. Oh, das war aber nicht das, oder? Auftrennen da. Gaspipes, ist das dann schon erledigt? Jetzt haben wir gerade. Lüftung. Oh, ist schon erledigt. Dann kann man das schon abreißen. Zerlegen. So, dann ist die Frage, also da müssen wir definitiv jetzt. Ah, da hinten ist auch schon, dann warte mal, das kann da auf jeden Fall zu. Und das können wir zerlegen. Das ist dann weg. Und dann können wir die Ziegel hier zumachen. Dann haben wir erstmal ein Becken. Das hat schon mal geklappt. Ach, da ist noch eine Lüftung, die können wir auch noch zerlegen. Und da oben hat es gerade nicht geklappt mit der Leitung. Das war sanitär, das war eine Rohrleitung aus Amalgam. Okay, da kommt schon einer was machen. Okay, der baut die Rohrleitung da ab. Und dann können wir hier mal gerade aufräumen. Okay, das sieht so aus, als ob das dahin schon mal funktioniert. Jetzt fehlt noch dieses Stück. Dann hätten wir dieses Becken schon mal fertig. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Vielleicht sollten wir es isolieren, das Becken. Das ist die nächste Sache, ne? Man die einfach so da drüber bauen. Weiß ich nicht, wissen wir dann. Heißen die alten ab oder werden die geupgradet? Ja, super, das hat gut geklappt mit dem Ziel. Naja. Ich glaube, die werden einfach geupgradet, ne? Da ist noch die Frage, was wir mit dem machen, weiß ich noch nicht. Gut, sind wir schon mal weiter. Zyklus. So, hier müssen wir, glaube ich, hin. Zwei Zyklen noch. Und dann kriegen wir hier Wasser. Glaube ich. Hier haben wir schon isoliert. Haben wir auch isoliert. Okay, das wird geupgradet. Das ist schon mal gut. Obwohl ich nicht weiß, ob das gut ist, was wir gerade getan haben, ne? Sie sind gut am Bauen, sie kommen hier rüber, das ist alles wichtig. Wir können dann nämlich auch definitiv da schon mal was reinleiten. Das sollte erstmal funktionieren.
können wir nochmal aufwischen. Wofür ist der noch da? Wahrscheinlich um Öl einzulagern, oder? Keine Ahnung, wo hier Öl dabei ist. Oh, da. Nö. Ja, das ist ja, kann ja nicht rein, da ist ja ein Feststofftank. Alter Schwede. Blödsinn. Aber wofür haben wir es dann da reingemacht? Das ist die Frage. Der ist ja vollkommen über dann da. Wohl falsch gedacht, kann das sein? Wieso läuft der hier mit Maske rum? Warum kommt man hier mit Maske durch, Alter? Das ist vielleicht nicht so praktikabel, oder? Kohle haben wir auf jeden Fall wieder was. Haben die das hier abgebaut gehabt? Naja. Und dann lassen wir gerade hier noch weiterarbeiten. Das muss weg. Das kann eigentlich da auch weg. Das dahin. Und das dahin erstmal. Und ach, Graben haben wir ja gerade da. Ne, Graben haben wir nicht da. Das machen wir auch mal frei hier. Ich glaube, da haben wir irgendwas freigedrückt vielleicht, ne? So wie hier. Was aber nicht funktioniert. Erstmal hier was graben. Und da was graben. Mal den hier freiräumen. Dann drücken wir da den Klo erstmal zusammen. Wir sind schon wunderbar hier am Produzieren. Body temperature low, stimming niedergeschlagen, okay. Aber ihr macht was, ne? Das ist das Wichtigste. Keine Ahnung, warum der eine niedergeschlagen ist, die anderen nicht. Müsst höher fliegen, dann kriegst du auch Nahrung. Da können die, doch, die können doch so hoch fliegen, oder? Ich glaube auch, warte, hier ist Graben, dass wir hier mal was erweitern. Das erstmal mal bis dahin machen und dann gucken wir weiter. Beziehungsweise sehe ich, wer hier, ne, isoliert ist da, dann können wir dann eine normale Decke machen. Das erstmal so weitermachen. Dann lass uns die letzten vier nochmal hier abbrechen. Den können wir auch noch weggraben. Kupfererz ist da auch noch. Ja, und die erstmal alles aufräumen hier. Das hier können wir auch mal wegmachen, ne? So. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir haben 20.000 Essen. Wir haben 1,5 Tonnen Algen. Erstmal geht was. Wir haben fast kein Wasser mehr. Das ist unser größtes Problem jetzt. Da müssen wir uns drum kümmern. Und ja. Können wir mal den Schnee rausschmeißen. Mal gucken, dass der sich aufschlöst. Alles klar. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.